Prävention ist bei Naturgefahren und Katastrophen ganz essentiell. Und warum? Das erfahren Sie in dieser Lektion. Ich bin Thomas Glade und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Naturgefahren und deren ökonomischen und gesellschaftlichen Konsequenzen. Als Professor für physische Geographie leite ich die Arbeitsgruppe ENGAGE, geomorphologische Systeme und Risikoforschung, und forsche und lehre unter anderem über die Themen Naturgefahren, Naturrisiken und Katastrophenmanagement seit vielen Jahren an der Universität Wien. Nachdem in den vorigen Lektionen die verschiedenen Naturgefahren dargelegt wurden, Ihnen Wechselwirkungen und Extremereignisse präsentiert wurden und Sie in die wichtigen Aspekte der Vulnerabilität und Resilienz umfassend eingeführt wurden, möchte ich jetzt in dieser Lektion mit Ihnen den Fokus auf die Risikoprävention legen. Meine Ziele sind hierbei, Ihnen Wissen um das System der Risikoprävention im Katastrophenmanagement zu vermitteln, die Rolle der Prävention im Modell des integralen Risikokreislaufs zu erläutern, das präventive Katastrophenmanagement darzulegen und hierbei besonders die Bedeutung der Raumplanung hervorzuheben, sowie final die besondere Bedeutung der Risikoprävention inklusive der Katastrophenvermeidung und Vorsorge darzustellen. Diese Ziele werde ich über die folgenden Inhalte thematisieren. Zuerst werde ich für Sie das Konzept der Prävention im Risikokreislauf präsentieren. Dann werde ich verschiedene Arten eines präventiven Katastrophenmanagements darlegen, vom technischen Bauwerk über Nature-Based Solutions bis hin zur präventiven Raumplanung. Und schließlich werden die Charakteristiken des Risiko- und Katastrophenmanagements erläutert, mit den unterschiedlichen Ebenen der Nachsorge, mit den Phasen der Bewältigung einer Katastrophe und dem Wiederaufbau und der Vorsorge sowie die Prävention mit den Phasen der Vorbeugung und Vorbereitung. Da die Prävention im Risikokreislauf und im Katastrophenmanagement so zentral ist, wurde auch das Hintergrundbild dieser Lektion entsprechend gewählt. Es zeigt einen Ausschnitt einer Gefahrenhinweiskarte für gravitative Massenbewegung, genauer für Rutschungen, in der Gemeinde Ipsitz in Niederösterreich. Potenziell gefährdete Gebiete gegenüber gravitativen Massenbewegungen werden durch die unterschiedlichen Farben repräsentiert. Und es gilt, je dunkler die Fläche, desto stärker ist der Hinweis auf das potenzielle Auftreten von gravitativen Massenbewegungen. Diese Karten werden in den geplanten Gebietsentwicklungen berücksichtigt. Und falls gelbe oder ockerfarbene Gebiete in der vorgesehenen Region vorkommen, müssen vorsorgende Untersuchungen durchgeführt werden. Eine klassische Prävention. Ich wünsche Ihnen viel neue und spannende Erkenntnisse in dieser Lektion.